Wie kann man Menschen mit Knochenerkrankungen helfen? Welche Materialien können zukünftig für eine beschleunigte Defektheilung und Stabilisierung im Knochen eingesetzt werden? Und wie können Medikamente zielgerichtet durch die Einbindung in Knochenersatzwerkstoffe ihre größte Wirkung entfalten? Dies sind die Fragen, mit denen sich etwa 100 Wissenschaftler aus 20 Teilprojekten im Rahmen des Sonderforschungsbereichs SFB Transregio 79 beschäftigen. Der Sonderforschungsbereich Transregio 79 beschäftigt sich mit neuen Werkstoffen für den systemisch erkrankten Knochen. Der Sonderforschungsbereich besteht aus 3 Hauptstandorten. Das Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen an allen 3 Hauptstandorten, ist zum einen die Osteoporose, zum anderen das multiple Myelom. Hier arbeiten für die nächsten 4 Jahre bis 2018 die großen Standorte Heidelberg, Dresden und Gießen zusammen, um genau dieses Problem zu lösen, dass man neue Implantate, neue Materialien entwickelt, um diesen systemisch erkrankten Knochen aufzubauen. Wir sind guten Mutes, dass wir unsere neu entwickelten Materialien in Zukunft im Menschen einsetzen können und dieses Problem lösen. Unser durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördertes Verbundprojekt bringt Mediziner, Naturwissenschaftler und Ingenieure an einen Tisch. Diese Problemlösung gehen wir gemeinsam an. Doch was kann man eigentlich gegen Knochenkrankheiten, die den gesamten Körper betreffen, mit Knochenersatzmaterialien tun? Bei der Osteoporose geht es vorrangig um die Defektfüllung. Das gestörte Gleichgewicht von knochenaufbauenden und knochenabbauenden Zellen soll derart beeinflusst werden, dass der Knochen rasch seine alte Stabilität wiedererlangt. Dazu werden dem Material auch Wirkstoffe zugegeben, die beim multiplen Myelom eine noch größere Rolle spielen. Am Standort Heidelberg geht es schwerpunktmäßig um das multiple Myelom. Das ist eine maligne Plasmazellerkrankung, also eine Erkrankung von Zellen des blutbildenden Systems, die sich im ganzen Knochenmark ausbreiten und dazu Knochenzerstörungen führen können. Knochenzerstörungen sind das Thema unseres Transregios. Gutartige Knochenerkrankungen, Knochenzerstörungen aufgrund gutartiger Erkrankungen und in Heidelberg eben bösartige Erkrankungen, am Beispiel des multiplen Myeloms. Im Transregio geht es darum, in der Verbindung der 3 Standorte Heidelberg, Gießen und Dresden neuartige Knochenersatzmaterialien zu entwickeln, die diese Knochenzerstörungen oder zur Heilung dieser Knochenzerstörungen beitragen und mit deren Hilfe wir die Myelomzellen, das ist maligne Erkrankung, an dem entsprechenden Ort, an dem diese Zerstörung hervorgerufen hat, abtöten können, um den Heilungsvorgang der Patienten zu verbessern. Und letztlich ist unser Ziel, eine Heilung des multiplen Myeloms zu erreichen und einen Beitrag dadurch zum einen durch die Therapie dieser Knochenläsionen und zum anderen eben durch eine Bekämpfung von noch in diesem defekt vorhandenen Tumorzellen zu erreichen. In Heidelberg ist das multiple Myelom der Schwerpunkt, daneben aber auch eine Bildgebung, also wo sitzen diese einzelnen Läsionen mit unterschiedlichen radiologischen, also bildgebenden Verfahren und auch die Entwicklung von neuen Knochenersatzstoffen in der physikalischen Chemie. Die Materialherstellung, Charakterisierung und die mathematische Simulation der Knochenremodellierung sind Bestandteil des Transregio-Fundaments. Die zellbiologischen Untersuchungen sind darauf fokussiert, zelluläre Wechselwirkungsmechanismen aufzuklären. Hierbei werden sowohl multiple Myelomzelllinien als auch die verschiedenen relevanten Zelltypen des Knochens kultiviert. Diese Zellkulturexperimente liefern wichtige Informationen für die spätere Verträglichkeit der Materialien bezüglich des Empfängergewebes. Der Bereich der Materialentwicklung gliedert sich in jene Materialien, die für den direkten Ersatz von Knochen verwendet werden, wenn dieser fehlt, und jene Materialien, die benutzt werden, um den Knochen nach einem Bruch zu fixieren. Letztere sind lasttragende Materialien wie Osteosyntheseplatten aus speziellen Titanlegierungen, während die Füllmaterialien biologisch abbaubar sind. Das Zentrum der Materialforschung befindet sich in Dresden. Zur Herstellung von Osteosyntheseplatten wird zunächst eine spezielle Legierung aufgeschmolzen, in Stangenform abgegossen und dann durch Hämmern verkleinert.
Das Material wird zu einem Blech gewalzt, aus dem dann die Osteosyntheseplatte mit angepassten mechanischen Eigenschaften gefertigt wird. Damit die Knochenzellen das fertige Implantatmaterial auch annehmen, werden Oberflächenbehandlungsverfahren wie die Plasmaoxidation durchgeführt. Hiermit kann die Oberflächenbeschaffenheit und somit das Einwachsverhalten des Implantats im Körper gezielt beeinflusst werden. Von Zellbiologen im Transregio wird überprüft, ob die durchgeführte Oberflächenbehandlung auch die erwünschte Wirkung auf die Zellen erreicht. Die Beschaffenheit der Oberfläche nach der Behandlung untersuchen wir mit einem Rasterelektronenmikroskop. Mit diesem Gerät können Strukturen bis zu 2-millionenfach vergrößert werden. Bei den abbaubaren Werkstoffen gibt es 4 ganz unterschiedliche Ansätze, wobei sich alle an den Bestandteilen des Knochens orientieren. Der Knochen besteht hauptsächlich aus Calciumphosphat in Form von Hydroxylapatit und Kollagen, der organischen Komponente des Knochens. Ein aushärtender Calciumphosphat-Knochenzement stellt eines der Konzepte dar. Um das bei Osteoporose gestörte Gleichgewicht von knochenaufbauenden und abbauenden Zellen wieder zu korrigieren, wird dem pastösen Zement Strontium als Wirkstoff zugesetzt. Auch andere Medikamente können in den Zement eingemischt werden. Neben der Nachahmung der Mineralphase wird in den anderen Materialkonzepten die Einbindung einer organischen Phase erforscht. Hierbei dienen sowohl Gelatine als auch Kollagen als Ausgangskomponenten für eine anschließende Mineralisation. Dies geschieht ganz nach dem Vorbild der Knochenbildung in unserem Körper. Spezielle poröse Gerüststrukturen, sogenannte Scaffolds, können mit Wirkstoffdepots, hier in Blau zu sehen, im Inneren versehen werden. Anschließend kann die Bildung von Blutgefäßen und das Einwandern von Knochenzellen durch Fluoreszenzmikroskopie verfolgt werden. Neben der Calciumphosphatmineralisation an Kollagen werden auch sogenannte mehrphasige Xerogele bestehend aus Kollagen und Silikat erforscht. Dieser Verbundwerkstoff hat eine hohe mechanische Festigkeit, die dem Knochen sehr nahe kommt. Die Zellkultur wird als wichtiger Indikator für das Verhalten der zukünftigen Implantatmaterialien genutzt. An allen Standorten werden deshalb Versuche mit tierischen und menschlichen Knochenzellen durchgeführt. Hierbei geht es einerseits darum, die Wirkung von verschiedenen Materialien auf die Zellen abzuschätzen. Andererseits wird aber auch versucht, die krankhaften Veränderungen, die bei der Osteoporose und dem multiplen Myelom auftreten, besser zu verstehen, um ganz neue Therapieansätze zu entwickeln. Hierzu werden Zellen in Zellkulturschalen gezüchtet, das heißt, ihnen wird durch Nährmedium und eine entsprechende Temperatur eine körperähnliche Situation simuliert. Dann werden zum Beispiel typische Marker mittels Fluoreszenzmikroskopie sichtbar gemacht. Die 4 Werkstoffkonzepte können zudem eine Modifikation erfahren, indem Medikamente zugemischt werden. Um die Wirkstoffe zu schützen und die Freisetzung zu beeinflussen, werden im Rahmen eines Teilprojektes spezielle Nanopartikel zur Wirkstoffverkapselung erforscht. Die Herstellung erfolgt in einer mehrstufigen Synthese. Es folgt eine abschließende Bestimmung des Wirkstoffgehaltes. Die wirkstoffbeladenen Nanopartikel können dann während der Herstellung zu den verschiedenen Knochenersatzwerkstoffen hinzugefügt werden. Eine genaue Messung der Arzneistofffreisetzung erfolgt mithilfe der Infrarotspektroskopie. Aus den sich ergebenden Spektren lässt sich die freigesetzte Wirkstoffmenge quantifizieren. Die Probe ist nach der Freisetzung im Vergleich zur Probe vor der Freisetzung entfärbt. Demzufolge lässt sich auch per Auge feststellen, dass das Medikament freigesetzt wurde. Die Verbindung von Wissen der verschiedenen Fachgebiete zeigt sich auch durch die Analyse des Knochenumbaus unter Last. Diese wird nicht am lebenden Objekt durchgeführt, sondern mittels mathematischer Modellierung. Mithilfe von Hochleistungsrechnern kann die Verteilung der Last auf Knochen und Implantat vorhergesagt werden. An allen 3 Standorten kommen modernste Analysemethoden für die Untersuchung der entwickelten Materialien und ihrer Wirkung im Knochen zum Einsatz. Der Forschungsverbund ermöglicht uns auch die Weiterentwicklung von Untersuchungsmethoden, wovon Wissenschaftler weltweit profitieren. Von der Computertomographie zur Darstellung der Knochenstruktur und Blutgefäße bis zum Einsatz abbildender Massenspektrometrie zur Analyse der Wirkstoffverteilung im Knochen kommen zahlreiche hochentwickelte Techniken zum Einsatz. In Gießen betrachten wir mit der Methode der Sekundärionenmassenspektrometrie die chemische Zusammensetzung von Probenoberflächen.
Die Probe, hier ein Knochenstück, muss auf einen Probenhalter aufgebracht und über einen langen Transferarm ins Vakuum eingeschleust werden. Nach einiger Optimierungsarbeit kann dann die chemische Zusammensetzung der Oberfläche bestimmt werden. Hierbei wird die Probe mit Primärionen beschossen. Durch den Beschuss werden aus der Probenoberfläche Molekülfragmente herausgelöst. Deren Masse ist die eigentliche Information, die detektiert wird. Sie liefert eine Art chemische Landkarte der Probe. Im gezeigten Beispiel ist eine Knochenoberfläche zu sehen. Wird der Knochen vom Ionenstrahl abgerastert, lässt sich anhand des zweiten Bildes beispielsweise sehr gut erkennen, wie das Calcium im Knochen verteilt ist. Zu sehen ist die typische Trabekelstruktur des Knochens. So können wir den osteoporotischen Knochen, aber auch Knochenimplantatgrenzflächen und Zellen charakterisieren und chemische Informationen liefern, die zum Beispiel ein einfaches Mikroskop nicht hergibt. Damit der Wissensaustausch zwischen den Mitarbeitern gut funktioniert, treffen sich alle Mitglieder standortübergreifend zweimal jährlich und diskutieren die neuesten Ergebnisse. In regelmäßig durchgeführten Doktorandenworkshops werden den Nachwuchswissenschaftlern des SFBs gezielt außerfachliche Kenntnisse vermittelt. Hierbei trainieren sie auch, ihre Forschungsergebnisse auf internationalen Tagungen zu präsentieren. Innerhalb des Transregios 79 hat sich über die erste Förderperiode das Pyramidenmodell bewährt. Auf der Basis der Materialforschung mit Synthese, Wirkstoffeinbindung und Modellierung werden gezielte zellbiologische Untersuchungen durchgeführt. Die Erkenntnisse ermöglichen eine zielgerichtete Verbesserung der Werkstoffe für den Einsatz im osteoporotischen oder myelomischen Knochen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ohne den Rahmen des Sonderforschungsbereiches nicht denkbar. Die Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ermöglicht die Vernetzung von Wissenschaftlern über drei Standorte hinweg und ermöglicht so Spitzenforschung in Deutschland. Dieser Wissenszuwachs kommt nicht nur der fachlichen Welt zugute mit mehr als 120 Publikationen in renommierten Fachzeitschriften, sondern er wird auch durch Öffentlichkeitsarbeit wie der Kinderuni, Seniorenvorlesungen und weiteren Aktivitäten, wie zum Beispiel diesem Film, der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Mitglieder des SFB Transregio 79 danken dem Filmteam Johannes Bock und David Leibold dafür, dass sie sich im Rahmen ihrer Schul-AG dazu bereit erklärt haben, das vorliegende Filmmaterial aufzunehmen. Ganz besonderer Dank gilt dabei Johannes Bock, der das Filmmaterial und Tonmaterial geschnitten hat. SFB finde ich gut.